Sehr geehrte Frau Franz, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Herr Senator, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn ich das von außen sehe, und ich kann, glaube ich, an das, was wir gerade gehört haben, anknüpfen, habe ich den Eindruck, es besteht eine Art von Baupanik, nicht nur in Berlin, sondern in vielen deutschen Städten. Diese Baupanik hat natürlich zunächst einmal mit der neuen Zuwanderungsfrage zu tun, mit der wir alle, die wir alle so schnell die Flüchtlingsfrage nennen. Das ist überhaupt keine Frage. Diese Zuwanderungsfrage stellt die deutsche Gesellschaft in der Tat vor einer ganz neuen Frage der inneren Architektonik unserer Gesellschaft. Deutschland ist natürlich ein Zuwanderungsland seit den 60er Jahren. Keine deutsche Partei stellt das mehr in Frage. Aber die Zuwanderung, so wie wir sie erlebt haben, seit den frühen 60er Jahren, viele von Ihnen erinnern Sie sich noch an die ersten sogenannten Gastarbeiter, viele erinnern sich noch an 1973, an den Anwerbestopp. Viele erinnern sich auch noch an die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, die charakterisiert sind durch solche Namen wie Mölln, Lichtenhagen, Solingen. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran. Da hatten wir eine Überlappung von Prozessen, nämlich einerseits die Bürgerkriegsflüchtlinge, vor allen Dingen aus dem zerfallenen Jugoslawien, die Bürgerkriegsflüchtlinge auch aus Palästina. Und wir hatten die Spätaussiedler, die kamen zusammen. Und im Kern hat das nochmal das alte Muster bestätigt. Zuwanderung wird in Deutschland über den Arbeitsmarkt geregelt. Und im Kern ist es auch immer noch mal gut gegangen. Wir können für all diese Prozesse bis zu den sogenannten Spätaussiedlern der 90er Jahre konstatieren, einen Prozess des erfolgreichen Verschwindens im Kern über die Arbeitsmärkte. Heute ist es klar, dass das so einfach nicht gehen wird. Interessanterweise wird plötzlich die Stadt als der Kernort von Ankunftssozialisation begriffen. Nicht mehr der Arbeitsmarkt, sondern die Stadt. Und wenn das so ist, stellen sich ein paar außerordentlich unangenehme Fragen. Nehmen Sie das Beispiel Frankreich, was eine große Erfahrung mit Zuwanderung hat. Frankreich ist eine Gesellschaft, die, was die gemessene Ungleichheit betrifft, sehr viel günstiger dasteht als Deutschland. Aber Frankreich ist auch das Land mit der schärfsten Exklusionslandschaft in ganz Europa. Und eine der interessanten und existenziellen Fragen heute wird sein für Deutschland, werden wir Vorstädte errichten in der Situation der Baupanik? Und was tun wir dann, wenn wir keine Vorstädte errichten wollen, wie in Frankreich? Was müssen wir für Vorkehrungen treffen? Wie müssen wir über die Stadt denken, in der wir alle leben und in der wir leben wollen? Es ist jedenfalls keine gute Idee, davon auszugehen, dass man ein paar Quartiere baut, von denen man weiß, dass man sie in 25 Jahren wieder abreißen wird. Es wird eine grundsätzliche Frage sein, wie man eigentlich, wenn wir von den Großstädten ausgehen und wenn wir davon ausgehen, dass die Zuwanderungsfrage in den Großstädten sich anders stellt als in den mittleren und kleinen Städten. Ich glaube, sie stellt sich anders als in mittleren und kleinen Städten. In Klammer auf, über 50% der deutschen Wohnbevölkerung wohnt in urbanen Gegenden mit weniger als 10.000 Einwohnern. 60% aller Firmen in Deutschland sind in solchen, Unternehmen sind in solchen Gegenden. Die Weltmarktführer, die Hidden Champions, Entschuldigung, sind nicht in Berlin, sondern auf der Alp und in, na, ich will nicht ein paar andere Städte noch nennen, in Bayern und so weiter. Das wissen wir alle. Das ist nicht alles in Berlin, das ist ganz woanders. Dort ist die Flüchtlingsfrage, glaube ich, sehr viel besser im Augenblick aufgehoben als in Berlin und in anderen Großstädten. Aber auch die müssen sich die Frage stellen, was denn das eigentlich heißt. Wie wird jetzt gebaut, nicht nur unter dem Aspekt der Kosten, nicht nur unter dem Aspekt der Flächenerschließung, sondern unter der Frage, was für eine Stadt wird eigentlich jetzt entstehen, mit Zuwanderungszahlen, von denen wir, wie Sie zu Recht gesagt haben, Herr Senator, noch nicht so ganz genau wissen, wie die eigentlich aussehen werden.
Ich würde gerne drei Grundfragen oder drei Grundmodelle Ihnen sagen, wie wir heute, ich muss mir ein bisschen auf die Zeit gucken, wie wir eigentlich heute gewohnt sind, statt zu denken. Und die Frage stellen, sind das Elemente, die auch für die Definition Berlins eine Rolle spielen können? Das erste Modell kennen Sie alle. Der Kollege, der das entwickelt hat, Richard Florida, hat damit einen Welterfolg erzielt, kann hohe Vortragshonorare dafür bekommen. Das ist die Creative City. Die Creative City ist die Stadt für die Wissensnomaden auf der ganzen Welt, die zusammengezogen werden sollen, damit hier Atmosphären vibrierender Kooperation entstehen. In Berlin ist das wunderbar zu studieren, im Bötzow-Viertel, wissen Sie alle. Otto Bock. Otto Bock baut eine Sphäre, einen Raum vibrierender Kooperation, eine Creative City im Nukleus. Was gehört dazu? Da gehört ein berühmter Architekt dazu, in dem Fall David Chipperfield. Da gehört offenbar ein berühmter Koch dazu, das ist in dem Fall Tim Raue. Und es gehört ein offenbar guter Barkeeper dazu, das ist in diesem Fall Gregor Scholl. Creative City heißt, das ist die Grundidee von Richard Florida, die Leute bewegen sich nicht mehr zur Arbeit, sondern die Arbeit muss sich zu den Leuten hin bewegen. Duderstadt reicht nicht mehr für Otto Bock. Duderstadt reicht nicht mehr, um die Kreativität zu entwickeln für diesen Hidden Champion bei den Deutschen, auch ein Weltmarktführer im Bereich der technischen Hilfe, technischen Gehhilfe, der ganzen Prothesenproduktion. Deshalb sagen die, wir müssen nach Berlin, weil da die Leute sind, die wir brauchen. Und Sie wissen alle, was Creative City heißt. Creative City heißt eine positive Haltung zum Gay-Faktor. Das ist einer der Elemente, die für Richard Florida immer wichtig ist. Man muss ein bisschen Vergnügungsorte haben, man muss ein paar schöne Bars haben, man muss ein paar schöne Theater haben und natürlich ein paar internationale Schulen, überhaupt keine Frage. Kann man von diesem Konzept eine Großstadt denken? Kann man von diesem Konzept aus Berlin denken? Wie passen in dieses Konzept eigentlich die Flüchtlinge rein? Was heißt eigentlich Creative City für Flüchtlinge? Ist das Modell, was wir wollen in Berlin? Sicherlich in einem Element. Dann haben wir noch ein anderes Modell, was auch schon angeschnitten wurde, was eine große Rolle spielt, das ist die Smart City. Die Smart City ist smart in Bezug auf den Klimawandel. Wir wissen ja alle, wir haben ja keine Klimakatastrophe mehr, sondern wir wissen, und das ist auch so, wir befinden uns in einem Klimawandel, der irreversibel ist. Und wie wird man auf diesen Klimawandel sich städtisch einstellen? Die Antwort darauf ist mit neuen Effizienzmodellen. Effizienz ist die Antwort auf den Klimawandel. Und zwar ökologische Effizienz bei sozialer Ausgeglichenheit plus demografischer Sensibilität. Dies alles kann man durch den Einsatz, durch den neuen Einsatz von Digitalität als internes Ordnungsmedium städtischen Lebens organisieren. Das ist die Idee der Smart City. Die Smart City ist durchdrungen von Digitalität. Und zwar nicht nur im Sinne der allgemeinen Steuerung dieses Prozesses von oben herab, sondern durch eine dezentrierte Digitalität, die wir teilweise in der Tasche haben, teilweise in den jeweiligen Wohnumgebungen eine Rolle spielt. Das tun wir alles schon in der Energieeffizienz, aber es ist auch die Frage, ob wir das beispielsweise in der Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs tun werden. Es ist auch die Frage, ob digitale Elemente auch bei der sozialen Ausgeglichenheit der Smart City eingesetzt werden. Das dritte Konzept, das Sie auch alle kennen, ist das Konzept der Arrival City. Das hat eine große Prominenz in den letzten 20 Jahren gewonnen.
quasi ein Gegenbegriff zu einer Vorstellung, dass wir uns auf einem Planet der Slums befinden. Mike Davis hat da ein berühmtes Buch darüber geschrieben. Die Arrival-City-These ist, nein, wir brauchen eine gewisse Wildheit in der Stadt, eine gewisse Ungeordnetheit in der Stadt, weil in den Sphären der Ungeordnetheit sich die Kompetenzen entwickeln, die es Ankömmlingen ermöglicht, sich in die Stadtgesellschaft, die etablierteren Stadtgesellschaften, in die etablierteren Ankunftsgesellschaften hineinzufädeln. Also ein totales Umdenken über die Fragen etwa von Favelas, das sind nicht Orte des sozialen Nowhere, sondern das sind Übungsorte des Ankommens. Das ist die These der Arrival City. Und was heißt eigentlich das für Berlin? Was sind denn hier die Übungsorte des Ankommens? Sind das bestimmte Teile Neuköllns? Sind das Übungsorte des Ankommens oder sind das eher Überlebenscamps? Und wie sieht eigentlich geregeltes Ankommen aus? Was heißt Arrival City? Was ist kontrollierte soziale Wildheit? Wie kann man Leute attrahieren, ihnen die Möglichkeit geben, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen, also sich selbst, dass man sich ihnen die Dinge selber überlässt und gleichzeitig Grenzen dafür findet, dass das nicht in die Probleme hineingerät, die ich am Anfang über Frankreich angesprochen habe. Und dann gibt es noch unter der Hand ein kleines Konzept, das Sie auch alle kennen, das für Berlin nicht ganz unwichtig ist, was auch immer weltweite Attrahierungsmöglichkeiten bietet, nämlich das Konzept der Party City. Die Party City hat gewisse Überlappungen mit der Creative City, das wissen Sie, und kann auch gewisse Überlappungen mit der Smart City haben, weil man ja so Tinder-Dinger hat und möglicherweise, jetzt kam einer bei mir in die Sprechstunde und sagt, ich mache jetzt ganz was Tolles, dass man eine App entwickeln kann, wenn man für jede Stadt die Bars findet, die einem gemäß sind, weil man die Bars eingibt, die man bisher in seiner eigenen Stadt benutzt hat, dann kriegt man dann die Bars gesagt, in die man dann in Berlin gehen kann. Berlin ist offenbar, die Attraktivität von Berlin ist natürlich auch die einer Party City, das ist auch nicht schlimm, das ist wie Tel Aviv, warum nicht sich in eine Reihe mit Tel Aviv stellen, warum sich nicht in eine Reihe mit Belo Horizonte stellen, warum nicht? Warum soll man das so negativ sehen? Die interessante Frage ist nur, was bedeutet es eigentlich für die Stadt, dass sie sich als eine Smart City, als eine Creative City, als eine Rival City oder als eine Party City verstehen will? Und wer will sich eigentlich so verstehen in einer Stadt? Wenn man sich all diese großen Megatrends anschaut, über die wir alle immer reden, die Millenniumsziele, sie wurden auch schon angesprochen. Das ist die Digitalisierung, das ist das Demografieproblem und das ist das Problem der Ökologie. Das sind die drei Trends. Und ich glaube, alle diese Trends werden heute gekreuzt durch den großen Megatrend der nächsten 30 Jahre weltgesellschaftlich. Das ist die Ungleichheit. Wir gehen in eine Gesellschaft, in eine Weltgesellschaft hinein, die immer ungleicher wird. Das heißt nicht, dass das alles nur negativ ist. Denn denken Sie daran, in den letzten 20 Jahren ist der Anteil von Menschen mit extremer Armut in der Weltbevölkerung halbiert worden. Das waren vor 20 Jahren 2 Milliarden Menschen in extremer Armut. Das heißt, die verdienen weniger als 1,90 Dollar am Tag. Das ist heute nur noch 1 Milliarde. Der Dollar ist auch weniger wert geworden, da haben Sie recht. Oder denken Sie an Brasilien, um nochmal einen anderen Punkt zu nennen. In Brasilien in den letzten 15 Jahren, jetzt geht es aber nicht mehr ganz so gut in Brasilien, in den letzten 15 Jahren ist die Mittelklasse in Brasilien um 40 Millionen Menschen gestiegen. 40 Millionen Menschen sind in den letzten 15 Jahren in Brasilien in die Mittelklasse aufgestiegen. Das heißt, weltgesellschaftlich gesehen, ist die Ungleichheit zwischen den Ländern hat abgenommen. Man kann sogar sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich ein Trend umgekehrt,
der etwa 200 Jahre lang gedauert hat, nämlich der Trend, dass die großen Industriegesellschaften der Ersten und Zweiten Welt sich Jahr für Jahr über 200 Jahre lang entkoppelt haben in ihrer Entwicklung von den sogenannten Entwicklungsländern. Wie hat sich denn das Einkommen der 3% Reichsten entwickelt? Das hat sich relativ günstig entwickelt, da haben Sie vollkommen recht. Übrigens, wir sprechen über Vermögen in der Regel da. Die Vermögenseinteilung in der Bundesrepublik ist übrigens seit 40 Jahren relativ stabil. Da hat sich gar nicht so viel getan. Es wird ein bisschen anders, wenn wir uns die 10% der reichsten Haushalte angucken. Dann sieht wieder etwas anders aus. Aber sozusagen die ganz Vermögenden, da hat sich gar nicht so viel getan. Das wissen Sie alle. Die Quants, da ändert sich nichts dran. Es ändert sich nichts an den Haniels, das wissen Sie auch. Die sind seit etwa 200 Jahren eine der reichsten Familien Europas. Ich will darauf hinaus, dass der Abstand zwischen den Gesellschaften abgenommen hat, was Reichtum, was Einkommen, was Lebensmöglichkeiten und Lebenschancen betrifft. Aber gleichzeitig ist die Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften extrem gestiegen, im gleichen Zusammenhang. Das heißt, zwischen den Gesellschaften wird es besser. Es gibt jetzt Chinesen, die reichsten Chinesen sind jetzt so reich wie die reichsten Amerikaner. Und es gibt eine Mittelklasse, die global wächst. Ich habe da mit darauf hingewiesen, am Beispiel von Brasilien. Aber innerhalb unserer Gesellschaften nimmt die Ungleichheit zu. Und das scheint mir die eigentliche Herausforderung für die Stadt der Zukunft zu sein. Ich mache Ihnen das an zwei Beispielen, und dann komme ich auch schon bald zum Ende deutlich, weil das auch zwei Beispiele sind, die für Berlin ziemlich interessant sind. Die erste Tatsache ist die, dass wir auch in Deutschland seit etwa 20 Jahren wieder ein neues Proletariat haben. Ich spreche nicht von prekärer Beschäftigung. Ich spreche nicht von dem beliebten Prekariat. Ich meine ein neues Proletariat. Sie alle kennen das alte Proletariat, das Industrieproletariat. Das kennen Sie alle. Das hatte einen Missionar, den kennen die meisten auch von Ihnen, der hieß Karl Marx. Und er hat gesagt, es ist schlimm, aber irgendwann werden wir an der Spitze stehen und sei es denn als Sozialdemokraten. Und er hat recht gehabt. Das Industrieproletariat ist genauso erfolgreich verschwunden oder hat sich verbürgerlicht oder wie man das bezeichnen soll, wie Marx das im Kern vorhergesagt hat. Heute haben wir ein neues Proletariat, das ist das Proletariat der Dienstleistung. Das sind die Leute, die im Transportgewerbe tätig sind, das sind die Leute, die in der Gebäudereinigung tätig sind, die sind die Leute, die Ihnen die Pakete nach Hause bringen von Amazon und anderen, das sind die Leute, die in der Pflege tätig sind. Und dieses neue Proletariat der einfachen Dienstleistungen nimmt etwa 12-15% der Beschäftigten in Deutschland in Anspruch. 12-15% der Beschäftigten. Die arbeiten hart in nicht prekären Jobs, die sind nämlich nicht prekär, weil sie nicht befristet sind, ganz normale Versicherungsverträge haben und auch nicht teilzeitlich sind, sondern vollzeitliche, unbefristigte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Nur die Leute verdienen wenig. Sie verdienen im Schnitt 1.000 Euro netto im Monat. Wenn Sie bei Hermes Fahrer sind, verdienen Sie nicht mal 1.000 Euro netto im Monat. Da wissen Sie, dass man damit vielleicht in Berlin über die Runden kommen kann. Aber in München, in Stuttgart und Berlin können Sie damit nicht leben und nicht sterben. Das Wichtige an diesem neuen Proletariat ist nicht nur, dass die keinen Karl Marx haben, sondern die haben auch in diesen Berufen keinerlei Art von Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist der große Unterschied zum Industrieproletariat. Selbst die Anlagekarrieren in den Betrieben haben Aufstiegsmöglichkeiten offeriert. Bis dahin
dass ein Industriemeister bei Audi in Ingolstadt, naja, der verdient etwa 5.000 bis 6.000 Euro netto im Monat. Dieses Industrieproletariat ist heute vermehrt weiblich. Etwa zu 38% sind es Frauen. Dieses Dienstleistungsproletariat ist vermehrt weiblich. Dieses Dienstleistungsproletariat ist nicht mehr ethnisch homogen wie das alte Industrieproletariat, sondern heterogen. Und dieses neue Dienstleistungsproletariat ist qualifikatorisch diffus, wie wir das so schön in der Soziologie nennen. Das heißt, das klar zu sagen, in einer Putzkolonne gibt es eine ehemalige Staatsanwältin aus Moldawien. Putzen kann jeder Affe, hat uns ein Gebäudereiniger in Interviews gesagt. Als wir gesagt haben, naja, das ist doch auch ein Job, wo man irgendwie eine Ausbildung hat, ein Zertifikat kriegt. Zertifikat. Herr Professor, ich würde sagen, bei Ihnen 2 Stunden, dann können Sie das auch. Was heißt die Stadt? Was sind die Orte des Lebens für die Leute? Das ist ein Trend, den wir in Deutschland haben, den wir in allen OECD-Ländern haben. Und ich sage Ihnen, wenn Sie das sich als Bus vorstellen, dieses Dienstleistungsproletariat, werde ich Ihnen sagen, dieser Bus ist in den nächsten Jahren immer voll. Warum? Weil wir offene Grenzen haben und immer wieder Leute zu uns kommen und die werden zuerst in diesen Bus einsteigen. Auf den sogenannten Jedermanns- oder Jederfraus-Arbeitsmärkten. Wir reden nochmal von 12-15% der Beschäftigten, die nicht Hartz IV oder irgend sowas sind, sondern hart arbeiten, 50 bis 60 Stunden in der Woche. Das ist die eine Frage. Wenn Sie so wollen, die neue Klassenfrage. Die zweite Frage betrifft die Mittelschicht, die Mittelklasse unserer Gesellschaft. Die Mittelklasse unserer Gesellschaft ist dabei, sich zu spalten. In einen oberen Teil von Haushalten, denen es in den letzten 20 Jahren immer besser gegangen ist. Ich rede nicht von Double Income, No Kids. Ich rede von Double Income in qualifizierten, hochwertigen Arbeitsplätzen mit 2 oder 4 Kindern. Diesen Haushalten geht es immer besser. Und diese Haushalte sind für Sie als Architekten und Stadtplaner außerordentlich interessant. Weil die nämlich bereit sind, sich eine Wohnung beispielsweise in der Nauninstraße für 600.000 Euro zu kaufen und noch 300.000 Euro reinzustecken, um mit 900.000 Euro fröhlich zu sein, dass sie eine schöne Wohnung in einer netten, ansprechenden Umgebung gefunden haben. Die können das in ihrem Leben finanzieren, das ist kein Problem. Sportmediziner, Coaching, das geht. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass Mittelklassehaushalte heute kein Haus sich mehr leisten können. Das ist nicht wahr. Der obere Teil kann es immer besser. Es gibt aber einen unteren Teil dieser Mittelklasse, die wohnen nämlich nebenan in der Naunienstraße. Bei den gleichen Bildungsvoraussetzungen, möglicherweise bei den gleichen Herkunftsvoraussetzungen, sind sie eben nicht Sportmediziner und Coacherin geworden, sondern vielleicht Architekt. Oder Sie haben irgendwas anderes, einen anderen Beruf, der Ihrer Selbstverwirklichung entgegenkommt, ergriffen. Dann können Sie sich die Wohnung für 800 Euro Miete leisten, vielleicht auch für 1.000 Euro Miete. Aber wenn Sie sehen, dass die nebenan für 600.000, habe ich 600.000 gesagt, gekauft haben, dann wird es Ihnen mulmig und Sie werden anfangen zu sagen, das Problem Berlins ist die Gentrifizierung. Warum sagen Sie das? Weil Sie die erste Gentrifiziererin waren. Weil Sie sagen, ich habe doch die Nauninstraße entwickelt. Ich war es doch, dass die Nauninstraße lebenswert ist. Warum werde ich nicht eigentlich subventioniert mit meiner Miete? Weil ich habe doch etwas geleistet.
Ich bin doch in das Theater gegangen, das jetzt im Gorki-Theater umgezogen ist. Ich habe doch versucht, die Nachbarschaften zu entwickeln, aus denen sich das alles ergeben hat. Und jetzt muss ich Angst haben mit meiner Miete von 850 oder 1000 Euro. Und diese Angst ist ein Thema für den Städtebau. Diese Angst ist ein Thema für das gedachte Ganze Berlins. Wie will die Stadt eigentlich damit umgehen, dass wir zwei Arten von sozialen Spaltungen in unserer Gesellschaft haben? Und ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Deutschland, entschuldigen Sie, dass ich so ein bisschen nationalistisch rede, ist das wirtschaftlich stärkste Land Europas und ich fürchte, es ist auch das politisch mächtigste Land Europas. Wollen wir uns da keine Illusionen hingeben. Aber auch in Deutschland ist als die andere Seite dieses ungeheuren Erfolgs ein neues Proletariat entstanden und in der Mittelklasse hat sich ein Riss ergeben. Wir werden besonders in Ostdeutschland, besonders bei Haushalten in Ost-Berlin, bei hochgebildeten Haushalten in mittlerer Frist Altersarmut in nennenswertem Umfang kriegen. Gerade bei denjenigen, die über die 90er Jahre in wirklich prekären Jobs beschäftigt waren. Das ist abzusehen, wir werden das haben. Wird das ein Element für den sozialen Wohnungsbau sein, dass man sagt, wollen wir gerade die, die von Altersarmut bedroht sein, als Mischgruppe irgendwie unterbringen bei dem demografischen Wandel? Oder wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ich glaube, dass wir uns, ich möchte Ihnen keine schlechte Stimmung machen und kein schlechtes Gewissen machen oder sowas. Ich glaube nur, dass jenseits der Frage von Creative City, of Arrival City, of Smart City oder Party City, dass die entscheidende Frage sein wird, die Berlin lösen kann, weil Berlin einen Vorteil hat. Ich glaube, diese Stadt hat immer noch das politisch-soziale Vorstellungsvermögen darüber, dass es solche Probleme gibt und dass die Stadtgesellschaft eine Antwort auch in der Art und Weise ihrer städtenbaulichen Anlage geben muss auf diese Frage der Ungleichheit, die wir in unserem Land haben, nochmal von der ich glaube, dass das die Megafrage der nächsten 30 Jahre weltweit ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.